This is LCPD. Ich habe übrigens 10.500 Schuss gerade noch gehabt. Ab 10, sobald dann 10.000 im Reserve hat, kommt er dann halt, ne? Ich sollte nicht verschwenderisch damit umgehen, ne? Ach, eigentlich auch egal. Also ist nicht egal so, ne? Aber eigentlich ist es egal. Komm. Ich will, dass er einfach hier vor mir spawnt. Hi. Oh, nimm mal die Schutzweste mit. Oh, machen wir einfach mal weiter, ne? Ich hoffe, es klappt doch ganz gut. Ich habe jetzt noch kein, naja, Polizeimoped. Ich habe ein Taxi. Mir zu nehmen, wäre das ganz sinnvoll. Ja, ich... Nee, ich muss gerade nur mal zu überzeugen. Nein, 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 always on touch. Die Leute sowieso regelmäßig speichern, ne? Von daher passt das schon. Müssen wir nur ein paar Ballers finden. Baller, wie ich ihn als Kind genannt habe. Ja, ich habe als Kind GTA gespielt, blamt mich. Weiß noch irgendwann noch nicht mehr, was ich durfte, weil man nur so halb so, ne? Und dann irgendwann. Irgendwann war dann eh egal. Zwei. Und zwei sind halt nicht drei, ne? Ist Graffiti umgesprüht worden? Komm, eigentlich sind die doch immer hier so ganz gut anzufinden, hier auf den Stegen, ne? Da hätten sie welche. Das ist doch ein schön großes Gebiet. Das ist auch ein guter Spawn, so kann man jetzt nicht wegen meckern. Always on touch. Ah, ich bin sehr verschwenderisch mit der Munition, ne? Ja, ich sehe sowieso nicht, dass wir das in der Stunde so schaffen, so von daher passt das schon. Oben unten ist halt unten, ne? Just 'cause I'm looking at it, you think I ain't for real? Always on touch. Ja, diese separierten Gebiete einfach zu schaffen, wäre eigentlich ganz cool. So. Ich brauche Blut. Violettes Blut. Und ein Auto. Like sushi.
Und am besten auch wirklich nur auf dem Gebiet, ne? Das andere ist anscheinend illegal. It is always on touch. Na komm, gönnt. Spiel gönnen. Ne? Spiele gönnt nicht. Na kommt doch mal her. Ihr Hübschen, ihr Süßen. Oder seid ihr auf dem Strand? Ich lasse so einen Ort für euch. Strand, Brett, Anzug. Ups, Tabu. Weiß nicht, hier rüber. Ach, soll schon hier am Strand langfahren. Da ist es wahrscheinlicher, Ballers anzutreffen. Ich würde halt gerne überhaupt welche antreffen, das reicht mir ja eigentlich auch schon, aber ne. Ihr seht ja, wie es hier abläuft. Nämlich gar nicht. Da waren Ballers. Was ist denn das? Oh, ein Helikopter. Das ist ein Baller, aber halt auch. Fick dich. Und ein Taxi. My girl's always on touch. Na, Taxi braucht das nicht. Aber gut, dass da eins drin steht. Damit muss ich glaube ich in der Taxi-Mission reingestellt haben. Na, hier irgendjemand. Spiel mit Leuchtturm, ne, ihr wisst Bescheid. Na, ah, will jemand? Anwesend sein? Hier jetzt vielleicht. Ist das schlimmer als die Purple Nines? Hilfe. Da sind welche, danke schön. So ein schön großes Gebiet. Da kann man nicht meckern. Außer meine Munition für fast alles.
What's up, player? Daddy gonna wanna play rough now. Hey, thanks. Save yourself. Nun gib mir dein Moped. So. So will ich das. Und jetzt bitte einfach zack, zack weiter. Na, wo seid ihr? Seid ihr im Park vielleicht? Naja, ne? Nicht so. Ich habe mir gerade einen Platten geschossen. Ich glaube, speichern müssen, glaube ich, auch oder generell auch R3 müssen starten, müssen auch so einen Timer zurücklassen. So quasi so ein Cooldown. Bezüglich, naja, das ist halt wieder, ne? Dass halt wieder die Missionen starten können. Also dass halt wieder ein Gebiet eingenommen werden kann, so, ne? Hallo Officer. Es ist nicht das, wonach es gerade aussieht. Also doch schon so, ne? Aber ne, you know. Ich wollte gerade eigentlich mal mich umdrehen. Mit R3 gucke ich nach hinten. Ich kann auch die Kamera hinten drehen, ne? Aber so ist es auch angenehmer. Gut, würde immer noch gerne in dieser Enklaven hier einnehmen, komplett. Ich glaube, wir können ja nicht mehr erobert werden. Wenn ich das verstanden habe, dass es immer nur Gebiete über Angrenzungen erobert werden können, angegriffen werden können. Was glaube ich aber auch falsch ist, so. Was ist hier drin? Boah, das ist hier drin. Nicht.
Und hör mal die Schutzweste da hinten. Ich wollte gar nicht. Ja, hast du sie, der CJ. Ich hab's aber immer nicht angeschossen. Gut, dann hier die Enklave. Ich werde auch mal da in die Gasse reingehen. Hoffen, dass da was Schönes auf mich wartet. Dann muss ich halt auch so. Nö. Das sind jetzt zwei Straßen so, ne, die möglich sind. Oh, warte, da kann ich noch rein. Und der Viertel wird angegriffen. Nicht mit mir. Okay, hier kann man noch rein. Okay, cool. Und die Karte ist aktiv. Das heißt, macht euch bereit. Ja gut, ich komm gleich wieder. Wir haben da hinten noch so ein bisschen enklavenmäßig. Ich glaube, es müssen zwei Gebiete sein. Perfekt. Ja, zwei Gebiete. Zwei große Gebiete. Ich glaube, das kontrolliert das Gebiet, die Prozentzahl gerichtet ist an die Quadratmeter oder an die Anzahl der Gebiete. Ich würde was sagen an die Anzahl der Gebiete, aber ich weiß es halt auch nicht so. Hi Blackie. Ich nehm gerade Ganggebiete ein. Von den Ballers. Kennst du die? Die haben deine Mutter beleidigt. Ja. Ja, ich werde mal gleich kurze Pause machen und gucken, was er will. Das. Keine Ahnung. Mach ich eigentlich. Sollte eigentlich häufiger tun, weil dann ist es. Na, dann. Meistens verstehe ich ja, was er will. Wenn er dann einfach nur schmusen will, dann kann, würde er sich auf meinen. Würde er schon auf meinen Schoß kommen, wäre auch okay. Vielleicht will er gekämpft werden, kann natürlich sein. Fressen könnte natürlich auch gut sein, ne? Oder wir auf dem Balkon. Das. Ey. Die Viertel gehört dir, sehr schön. Ja, mein Blackie. Hier am Strand, ne? Kann ich eigentlich gut auf Ballers hoffen. Na, hier spawnen ordentlich Menschen. Hier kann ich auf den Ballers hoffen. Auf drei Ballers. Hoffen, ne Blackie? Ja. Ah ja, stimmt. Ich wollte ja kurz, ne? Die Katze hat den Anschein gemacht, das wollte er auf dem Balkon. Allerdings ist er nicht so weit zur Tür gelaufen und er am Anfang des Wohnzimmers stehen geblieben. Also übrig ist der Verdacht, dass er doch lieber gekämmt werden möchte. Das ist halt voll Metzel wieder so, weil er jetzt fängt er wieder an zu haaren, so, ne? Verliert den ganzen Winterfell und da, boah, fällt da viel ab. Und ich glaube, da ist ihm halt auch warm, er will auch einfach, dass es abgekämpft wird. Und daher, ja, ne? Ach, Ballers. Warum müsst ihr euch immer einmischen? Schau, ich habe jetzt auch eine Maske, die mir hilft. Wir werden ja bald sehen, wer von uns der Stärkere ist. War da gerade welche? Ne, ich glaube nicht. Die auf der Straße vielleicht. Da oben die Straße. Nee, die Zivilisten spawnen alle so am Strand. Was ich verstehe. To be honest. Ja, ne? Ja, da oben halt nicht mehr. Triathlon. Das ist auch ein Tag jetzt heute. Mit Lamslack. Ich glaube, Lamslack kann man Triathlon machen, aber ne.
Das habe ich schon lange aufgegeben. Ja, wir gehen mal wieder, ne? Wir kommen später wieder, keine Frage. Wir haben jetzt keine Enklaven mehr, ne? Also wir haben... Ja, eigentlich ist das letzte Gebiet, was so fehlt, so, ne? Deshalb drehe ich jetzt mal direkt wieder um. Und hoffe auf mein Glück. Seid doch bitte ein gutes Stück. Und kommt sofort zurück. Nee, ne? Ist doch kacke. Ja, warte, eine Stunde zu schaffen war sowieso unrealistisch, nur wenn es die ganze Zeit keine spawnen. Da oben noch zwei Gebiete. Na komm. Fahren wir jetzt mal ins Hauptgebiet rein, ne? Aber da ist noch ein Gebiet. Stimmt, das haben wir auch noch offen. Na, dann fahren wir da nochmal kurz rein. Ja. Wenn wir wiederkommen, dann geht's hier ab. Dann geht's hier ab. Ja, aber ist gut, wenn wir jetzt alle Gebiete erfüllen, halt auch für die späteren Hauptmission auch noch so kommen, ne? Das Ganze ist so ein bisschen einfacher. Wir fahren jetzt einfach mal rein und gucken, was geht. Hier sind erstmal viele Gebiete, das heißt, wenn wir wild rumfahren, da finden wir auch welche. Nur später müssen wir hoffen, dass das existiert in einem bestimmten Gebiet wieder Gegner spawnen. Aber jetzt gerade ist ja noch eine recht gute Auswahl. Vorausgesetzt, ist spawnen mal Gegner so. Keine Drogendealer. Wo seid ihr nur? Ihr Penner. Ihr blöden Penner. Na, mal gucken. Komm mal her. Oh Mann. Ja, früher kommt man ja auch, muss man nur selbst im Gebiet drin stehen, damit das zählt, aber das haben sie jetzt anscheinend ein bisschen verschärft. Das ist nicht so cool. Mann. Noch Kabel drin stecken im Controller. Was ist das für ein Spawn? Und ihr zählt nicht, nur auch nicht. Ah, da ist er ausgestiegen, ihr Penner. Oh, wo kommt ihr her? Dieses Viertel gehört dir, sehr schön. Dann können wir uns mal um die Industrieballers.
Auch sehr gefährlich. Na ja, gut. Wollen wir rüber zum Strand? Zum Strand gut. Da laufen auf jeden Fall Menschen rum. Weg da. Wall Street Members im grünen Gebiet, im gelben Gebiet, Seekurft. Dafür keine gelben, im gelben Gebiet. Oh, danke schön. Oh ne, du lebst noch. Pling. Sehr schön für halt maximalen Respekt. Und war auch ein schön großes Gebiet, sehr angenehm. Wie gesagt, keine Ahnung, ob groß oder klein ist, prinzipiell egal, weil wir, die absolute Anzahl erkennen. Aber trotzdem befriedigend. Wenn was ganz Großes abzieht. Das sind viele. Ich habe sowieso gerne mal den Eindruck, dass die Vargos viel, viel gefährlicher sind. Ich glaube, das ist auch nur Einbildung. Ja, schön. Schön, wenn ein paar Leute keinen Bock mehr haben. Komm, fahren wir mal zurück. Wo wir noch so ein bisschen den Strand einnehmen können. Ja, wir werden dann sehen, wie viel dann am Ende der Folge haben. Die werden auch ein bisschen länger als eine Stunde geht, ne? Überrascht jetzt ja auch, glaube ich, keinen. Ja, seht ihr irgendwelche Kollegen von mir? Da sind Kollegen von mir. Du hast einen Bandenkrieg provoziert. Ach, ist das, ist dem so?
Sind auch Restspiele auf Level 1 schon, Lohn, oder? In diesen Enklaven, da war das echt leer gefegt. Gucken wir mal in die Richtung so ein bisschen. Also mit der Kamera, ne? Aber halbe voll oder die Minigun halb geleert? Ah. Bier haut ab. Dann hätte er nur einen von den beiden töten muss immer. Stadion. Das ist definitiv auch ein gelbes Gebiet, ne? Sieht schon ein bisschen grünlich aus, so. Aber es ist noch ein gelbes Gebiet. Wo hier laufen grüne Leute rum, aber es ist trotzdem ein gelbes Gebiet, so. Vargos und Ballers Gebiet. Ich probier mal was. Ach, keine Ahnung. Ich mach einfach mal. Der Fülle wird angegriffen. Ich glaub nicht. Können so ein paar Vargos hier reinlocken, ne? Gut. Wie sieht's hier aus? Mit den Ballers. Da, 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 da. Ne 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 ne. Ein Gentle Madman ist ein guter Persona 5 Soundtrack. Persona 5 Royal. Ne 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 ne. Komm, gönnt. Hauptlos wird das schwierig. Hier sind wir mal nichts so. Und fahren wir mal. Da fahr ich aber wieder in den Norden hoch. So. Ganz viele Möglichkeiten für Vargos zu spawnen. Hallöchen, ihr Hübschen. Irgendwie. Da ist auch direkt ein neuer Vargos. Und eine Schutzweste. Ja, der Trick ist halt echt cool, ne? Wäre es, glaube ich, noch alleine. Hätte man sich vielleicht schon denken können, dass das funktioniert, aber wäre es alleine, glaube ich, nicht drauf gekommen, so. Weil ich mir da schon so ein bisschen auf meinen Trick festgefahren habe, hey, einfach speichern gehen, aber das ist halt viel schneller, so. Weil er ab und zu speichern sollte, ne? Habe ich doch schon gesagt. Oh Mann, ihr wart schon wieder.
Außerhalb. Hallo? Na, wer ist hier? Niemand? No. Ballers. Muss man von den Wänden Leute wegrennen, nur einen immer töten? Ey, ich guck mal bitte in die Richtung. Es gibt ja Sinn, dass Leute dann irgendwie so Fahnenflucht betreiben, ne? Also naja. Warum seid ihr vor mir gespawnt? Hier kommt jetzt keiner so random angelaufen, dann... Die Schutzweste haben, die da irgendwas gespawnt sein muss. Na, das war jetzt nicht so elegant. Und so charmant. Nein, war es halt nicht. Aber die, ein Herz hätte ich dann noch mal gerne. Dankeschön. Gib das Herz. Hat das Motorrad repariert? Nee. Komm, ich will mal hier irgendwie so ein bisschen die Vagos wieder aufmischen. Vermisse schon so ein bisschen. Hallöchen. Da ist einer. Aber halt nur einer, nur. Ja, gut. Einer ist keiner, leider. So, spawnt mal bitte hinter mir. Die Weste nehme ich doch bitte einmal.
Also kann man doch mal, kann man laufen runterdrücken, dann ging ich wohl nicht als Gang hat, ach keine Ahnung, als ich Gang hatte. Gangbanger, lass mich in Ruhe. Mein Moped ist bald down. Das ist kein Vargos. Was macht ihr hier? Unser Fülle wird angegriffen. Das bezweifle ich. Na, hat irgendjemand Bock hier? Wir sind nicht auf beiden Straßen. Natürlich auf beiden Straßen. Ich war's mit meinem Moped. Hi, ich brauche mal euer Auto. Jenny kann doch sitzen bleiben, so, ne? Ist ja okay, ne? Bleibt halt auch so, ne? Die Zeit, 43 Minuten. Ja. So was am Automaten snacken. Eine Gesundheit. Das sind zwei. So, da ist ein dritter, sehr gut. Ah, jetzt seid ihr außerhalb des Gebiets, ich hasse euch. Dankeschön. Weil hier die Gegner dann in so einer Explosion sterben, das wäre eigentlich auch ganz cool.
you don't need it no more, huh? Warum rennen die denn weg? Nicht mal diesen nicht kubanischen Hermes. Danke für das Geld. Sind wir natürlich so ein bisschen angeschlagen. Ja. In der nächsten Folge wird es eigentlich auf jeden Fall dann fertig gemacht haben. Und auch wenn die dann vielleicht ein bisschen länger dauert. Das wäre dann fein soweit. Wir können jetzt mal nach am Ende davor gucken, wir mal, wie der Stand ist, ne? In den Gebieten. Wo wir gerade den Vargos auch sehr, sehr gut schaden, ne? Man sollte mal von unten nach oben arbeiten. Müssen wir erstmal das zweitgrößte Gang anfangen. Weil wir jetzt mittlerweile schon die zweitgrößte Gang sein müssten. Komm mit. Ja gut, ich drück mal mit unten, ne? Kommandierst die halt auch herum, so von daher musst du da so ein bisschen aufpassen. Da ist die Schutzweste, sehr gut. Dieses Viertel gehört dir, das ist schön. Ich würde dich gerne noch ein Fahrzeug in meinen Besitz nennen. Aber dieses. Warum die Vargos sind doch fast weg, so, ne? Wäre dann noch ein gutes Ziel für die Folge, die Vargos komplett auszurotten. Dann müssen wir in diesen kleinen Gebieten Vargos. Du hast einen Typ im Vargos-Auto, aber halt auch nur einer, ne? Und der Viertel wird angegriffen. Das stimmt halt leider.
ain't just a bitch you can slap about. You think I'm just a well-dressed clown, huh? Ey! Also, die haben diese drei hintereinander. Boah, das muss ich direkt gerade screenshotten, sorry. Na, Blackie? Folge ist fast vorbei tatsächlich, dann hast du es geschafft. Ja. Meine Minigun ist auch fast alle. Komm, gib mir dein Auto. Ja. Dann werde ich halt zwischen den Folgen nochmal ein bisschen Minigun besorgen. Mir nochmal ein bisschen Minigun besorgen, denke ich. Blackchen, ne? Ja. Noch 10 bis 20 Minuten in etwa, ja? Komm hier. Ein Baby. Ja, mein Schöner. Komm. Komm, mein Freund. Komm auf meinen Schoß. Ja, mein kleiner Schalle. Nur durch die zwei Vargos-Gebiete, ne? Wir sind auch noch mehr Gebiete drin, aber. Aber mehr ist besser, so, weil ich will doch, wie wir machen in der Folge, ne, Blackie, ja, mach's dir bequem auf meinem Schoß. Das tut dir gut, ne? Ja, das tut dir gut. Aber gerne machen die, das ist auch hier so vom Stadion, glaube ich. Na, habt ihr Bock? Nicht so, ne? Ich sehe schon. Ja, also auf jeden Fall mehr Kleingebiet da oben, sieht man noch nicht, da kommen fünf Formen, also Rechtecke, so ein... Nein, Buchtung hat ein Rechteck nicht. Also ein Zweigebiet oder drei vielleicht sogar. Ich tippe mal auf 2. Da sind Ballers, nehme ich mal mit. Na, wer hat jetzt Bock? Du hast Bock, wie ich sehe. Ja, ne?
Machen wir die mal alle. Das ist schlecht. Dann kann ich mal kurz diesen komischen Bug zeigen, weil dieses Gebiet hier so ein bisschen. Ja. Das ist halt ein bisschen nervig. Ich weiß immer noch, dass es so ein Ballers-Gebiet ist, würde ich mir immer noch gerne holen, so. Naja. Eine Definitive Edition macht halt einfach nur mit der Minigun Spaß, ganz ehrlich. Also für dieses eine Gebiet gerne noch einnehmen. Ja, wir haben schon Prozente bekommen für die zwei Drittel, spannenderweise. Können wir auch eine Gang mitbringen, ne? Wir müssen jetzt auch nur eine Welle bekämpfen, keine Ahnung. Na komm. Das sind Vargos. Kann man auch mal probieren, so. Nee, das sieht natürlich nicht. Nee, da war Chaos gerade ausgebrochen, leider. Das sind Ballers. Zwei Ballers. Ich möchte keine Vargos haben, ich brauche Ballers. Das ist ein zellularer Unterschied. Ich möchte nicht SpongeBob, ich möchte Patrick. Ich sag mal, jetzt ist der Counter bestimmt auch zurückgegangen, aber ich weiß nicht, vielleicht auch noch nicht. Dann Ballers gesehen. An. Und auf der Treppe war auch einer. Sind wir einer? Ist auch nicht so gut. Ja.
Wird ja nichts mehr heute, ne? Das ist jetzt ein bisschen riskant, ne? Und da ist halt bestimmt irgendein Heil-Item gespawnt. Warum denn? Hä? Ich Heil-Items spielen. Da ist eine Schutzweste. Wenn du mal... Also manchmal ist dieses Spawn-Verhalten dann doch irgendwie nicht so berechenbar, wie es eigentlich sein sollte. Meine Güte, komm, gib mir jetzt bitte die Heilung da, dankeschön. Na, wollen wir es noch riskieren? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, aber irgendwie dann doch. Was heißt riskieren, ne? Wir sterben oder sterben nicht, ne? Das ist auch nicht so tragisch. Da ist eine Schutzweste irgendwo. Ja genau, da war der Monster stand da. Da war... Komm, Sport, Alter, unten. Wird eigentlich ganz fein. Oh, ist ein riesiges Gebiet und dann ist noch so ein kleines Gebiet übrig. Das ist ein bisschen traurig.
Und dann wieder runtergelaufen, ne? Ich sehe schon. Die Flügel gehört mir, sehr schön. Und dieses kleine Pupsling will ich jetzt aber auch noch haben. Gleich noch das andere Gebiet, ne? Ja komm, wir machen noch ein bisschen. Ich habe gesagt, noch ein bisschen Folge verlängern ist gut. Dann ist es gleich 11 Uhr. Das ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Der ist dann gut arbeiten kann. Ich muss ihn wechseln in der Uniline für Tutorium. Ja, ist halt mies so hier. Das wurde wird angegriffen. I don't think so. Weg da! Ah, das sind unsere Leute. Er kann doch so gebraucht, er hat wirklich so gebraucht, die auf mich so geballert. Dass ich keinen zweiten Stern bekomme. Ich war ganz offensichtlich, dass du der mich reingelaufen bist. Na, irgendjemand? Aber hier ist auch ein großer Strand, da laufen auch mal gerne Leute rum. Zwei Sterne, das ist nicht so cool. Aber auch hier der Gehweg, so ist auch immer was prädestiniert dafür. Ja, da sind doch welche, sehr schön. Komm doch nicht mit einem Baseballschläger, ist in der Schlägerei. Das ist in der Schießerei. Das war schon die erste Welle, wenn ein Typ abgehauen ist, I guess. Ich hab eigentlich beerbt die Köpfe zielen so, ne? Das macht es eigentlich ein bisschen einfacher, definitiv. Dieses Viertel gehört dir, sehr schön. So muss das. Muss kommen. Dieses eine Mini-Futzelgebiet, das hat. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben damals. Die müssen die doch per Hand gezogen haben, die Gebiete so. Halt irgendwie das. Ist halt, ja, entweder sind halt Gegner auf der Brücke oder nicht, ne? Das ist gleich auch mit diesem kleinen Pissstreifen, zu dem ich glaube ich auch mal gleich einfach mal fahren werde. Komm, fahren wir nochmal kurz in diesen kleinen Pissstreifen. Maximaler Respekt einfach. Ich bin schon eine Respektsperson, das ist gut. Doch generell, ich kriege Leute komplett die Enklave jetzt geklärt. Dann werde ich jetzt mal hier auch einfach die Gegner mal komplett ignorieren. Sind zwei Gebiete da unten. Da hier sind nochmal zwei, da unten auch nochmal zwei. Hier ist zumindest ein gelbes. Ja, diese kleinen, ja. Vielleicht fängt die nächste Folge auch dann damit an, ne, dass ich halt Gegner gefunden habe. So ein Pissgebiet. Zumindest hier in diesen Enklaven, ne. Dieses kleine gelbe Pissgebiet ist eigentlich egal. Vorerst. Aber wenn ich diese Enklaven hier schon mal habe. Hätte ich nichts dagegen.
Hallo. Irgendjemand? Bock? Ihr habt Bock. Ihr seid viele. Ich krieg ein bisschen Angst, wenn ich mit der Sniper rumschieße, ne? Glaube ich. Die zweite Welle überstanden. So, Welle überstanden. So. Jetzt noch der Pissstreifen und ich bin glücklich. Ah, oh, nee, ne? Na, na gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Fahr mal speichern. Irgendwo. Ich feier jetzt nicht mit euch zu, Mike. Dann mach ich schön aufkommen. Aber ich will jetzt nochmal kurz gemeinsam mit euch speichern gehen, ob die Statistik gucken. Mal schauen, wie viel dann in der nächsten Folge. Wir machen es in der nächsten Folge auf jeden Fall fertig. So. Ja, wie lange das dauert. Gerne keine Stunde. Und dann die Folge. Und dann können wir in der übernächsten Folge dann auch schon durchspielen, ne? Mit der letzten Mission und die paar Missionen, die halt davor noch so sind. Geh da bitte rein. Mein Handy blinkt, da gucke ich glaube ich drauf. Gut, Statistik. Ich bin auf jeden Fall ein richtiger Gangster. Wir kontrollieren schon mehr als die Hälfte. 30 Gebiete, dann fehlen jetzt noch. Na ne. Ja, eroberte Gebiete, kontrolliertes Gebiet, kontrollierte Gebiete, ist alles gleich. Ich habe jetzt noch 23 Gebiete. Wie viel haben wir jetzt gemacht? Ja, 10 glaube ich, ne? Oder so. Wir machen es in der nächsten Folge auf jeden Fall fertig. Wie gesagt. Also 25%, Michelle 26, die anderen sind gestorben, ne? Ist auch fein so. Ja, ne. In der nächsten Folge machen wir es dann fertig, ne? Bis dann und ciao.